So, hier sind wir wieder zurück bei Let's Play Crisis 3. Ja, und jetzt suchen wir erstmal einen Weg nach oben hier. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Ich springe halt einfach mal hier drauf. Oh, aber da gehen wir einfach rein. Auch egal. Flockt was? Munitionskisten. Brauchen wir gerade nicht. Und das ist aber die zwei Pfeiler da. Drei Pfeiler. Okay. Das ist genau die, die wir brauchen. Bin ich nicht hierher gekommen? Doch, hier bin ich hierher gekommen. Oh Gott, ich bin. Oh, jetzt laufe ich ja noch wieder zurück, ey. Leute. Nicht durch. Die Pfeile will ich. Sind hoch. Ah, da geht's hoch. Sehr gut. Ist das Geschütz gehackt, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nicht Nachsicht. Sonst noch was? Nein. Ah doch, hier sind die Munikisten. Okay, Granat kann man aufsammeln. Was ist das für eine Waffe? Die Heavy oder Hammer, ja Hammer. Brauchen wir nicht. Hä? Komm ich hier? Was? Das verarscht man was? Hacke dicht. Geschütz hat keine Fehlfunktion, das funktioniert wunderbar. Aber du gehst auf den Sack. Einer meiner Pfeiler. Die anderen sind verkackt. Sind weg. Verstanden, Freiwei. Luftnahe Unterstützung ist unterwegs. Over.
Nee, die ist zu laut. Wieso schreien alle? Diese Fehlfunktion, toll. Das kann ich gerade gut gebrauchen. Psycho, irgendwas stört meinen Hund. Ich versuche es zu reparieren. Feindlicher Nanos- und Störsender entdeckt. Wahrscheinlich das rote Blinken da vorne. Mistviecher. Kommt her, ihr Mistviecher, ey. Die Waffe ist gut für die Viecher. Verschaff dir etwas Luft.
Okay, die Musik ist weg. Soweit. Ja, ist noch da halt, aber die Kampfmusik hat sich geändert. Gut. Oder auch nicht. Da ist noch ein Viech. Unfallversorgung in Sektoren 2, Delta 1 bis 5 erforderlich. Alle Kampfsanitäter bitte umgehen. Wieso in die Richtung? Hier sieht relativ sauber aus. Ich überleg mir schon mal einen Fluchtplan. Was ist das? Waffe? Was ist denn das? Romeo Actual hier, Romeo 1. Ludwig Bravo ist geplatzt. Was jetzt? Keine Alternative. Wer zum Teufel sind Sie? Wissen Sie los? Improvisieren? Was kommt
Gut, dann verschwinden wir mal. Ist ja wieder mal großartig. Typisch Zentrale. Ich kann den Tunnel nicht öffnen. Nicht, aber ich. Komm schon. Du kannst schon öffnen, alles klar. Dann machen wir auf. Psycho, der Zug ist voll mit hochexplosivem Material. Ja. Indiana Jones hier mit explosiven Tanklastzügen. Wow. Wow. Ups, scheiße. Ich wollte nicht überspringen, nein. Hören Sie, solange Cell die Energie kontrolliert, kontrollieren Sie auch uns. Genau wie Sklaven. Dreck. Cells goldene Gans ist im Zuckerman Energienexus in der Nähe der Broad Street Station. Sie nennen sie System X. Dieser Überrest der Self-Technologie ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau. Nichts in der militärisch-industriellen Welt von Cell wird besser bewacht als dieser Komplex. Wenn Cell eine Achillesferse hat, das ist sie. Wie alle wissen, wurde mir angesichts der schweren Verluste in den letzten Monaten das operative Kommando übertragen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Cell ist überall. Es heißt jetzt oder nie. Wir bringen Cell heute zu Fall. Oder sterben dabei. Cool. Die Wurzeln allen Übels, alles klar. Willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Terrorista. Die Zelle ist uns auf den Fersen. Wir ziehen ständig weiter, wie Nomaden. Wir sind auch wie Nomaden. Du verstehst schon. Okay. Terroristen. In Bewegung. Hallo Schatz. Warte kurz, Michael. Ich bin gleich da. Willkommen zu Hause. Ja, hallo Schatz. Zauber hat uns mit digitaler Artillerie. Unser Netzwerk ist hinüber. Hallo, ich bin auch da. Bringen Sie uns wieder online. Los. Verdammt. Hallo. Wir starten das Signal mit Reflektoren. Das ist mir egal. Wir müssen wieder online. Frauen hören nie zu. Claire. Gott. Michael. Was für ein Tag. Wir haben gute Leute verloren. Ich wollte gerade Dane kontaktieren. Hier ist der Beste. Was zum... Was zum... Ja. Oh nein. Nein, nein. Doch. Claire, das ist Prophet.
Bitte hör mir zu. Sieh dir doch die Motze an, Michael. Ist er ein Seth? Sal? Ist er überhaupt ein Mensch? Haben wir dafür unsere Leute geopfert? Für diesen Mutanten? Hör zu. Das Danke. Ist nicht nur ein Anzug, Michael. Naja, wir sind jetzt 5 Monate hier. Die asymmetrische Kriegsführung nützt uns von Tag zu Tag weniger. Das sollte eine zweite Normandie werden. Stattdessen verkriechen wir uns. Wir stören hier, wir stören dort, aber wir können das Blatt nicht wenden. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir brauchen jemanden, der das auch schafft. Major Lawrence Barnes. Prophet. Karl Ernst Asch. Zu Ihren Diensten. Asch, ich erinnere mich an Sie. Nicht bewegen, bitte. Rekombinante DNA. Menschlich. Seth. Synthetisch. Unglaublich. Ich kann Sie nicht auswerten. Oh, kommen Sie, Lawrence. Was erwarten Sie? Ich habe Ihren Anzug entworfen, mein Freund. Sie können mich nicht auswerten. Dann gib mir mal Upgrades. Ja, recht wissen Sie, was das Risiko angeht. So viel Macht. Aber instabil, stur, aufsässig. Sagen Sie, hat Michael Sie in unsere Pläne eingeweiht? Ich brief ihn, wenn's losgeht, Sir. Der Plan ist genial, Boss. Er gibt Cell den Rest. Die Lage ist weitaus schlimmer, als Sie denken. Ich habe Visionen. Einblicke in... Ja. Wir tragen den Kampf zu Cell, schalten diesen Energienexus ab und beenden diese Farce. Sonst werden sie alles Leben auf diesem Planeten vernichten. Denken Sie daran. Sie klingen ja richtig prophetisch. Ist das Absicht? Prophet. Das wäre ja sehr passend. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit, okay? Alles klar. Legen wir los. Pass auf dich auf, Michael. Tue ich doch immer. Naja. Gehen wir. Download clear. Du solltest die Vision doch nicht erwähnen. Wenigstens hast du die Sache mit ihr für dich behalten. Romeo 1, Ihr Mikro ist noch offen. Ups. Ups. Ja, ups, habe ich auch gesagt. Verkackt. Gut, ja, schauen wir mal. Hier lang. Da ist er. Der Photon-Hydrodamm. 500 Megawatt, die direkt in das Höhenverteidigungssystem von Cell fließen. Cell hat seine Kräfte auf die Kraftwerke verteilt. Ist deine Entscheidung, wie du die Sache angehst. Meine Entscheidung. Okay. Klingt gut. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shadow Mask.